Grüß euch, liebe Leute. Heute sind wir mal wieder mit einem neuen Video da. Heute wird es mal was ganz anderes. Und zwar geht es heute mal um den Herrscher Limo-Umbau. Ich kann nur sagen, schweinegeile Karre und verdammt schnell. Wir haben bei dem Fahrzeug angefangen voriges Jahr. Es waren irgendwelche Lader verbaut, ich will jetzt keinen Namen nennen, ist auch egal. Und standen bei dem Auto bei 570 PS. Dann haben wir mit dem Kunde geredet, weil bei dem Auto halt richtig brutal Potenzial da ist, ob wir nicht unsere Lader einbauen, die Turbolader von Gecharged. Diese Turbolader können 800 PS. Nur mal so. Und der Kunde hat natürlich ja gesagt, wie es halt so ist. Und ja, wir sind mit dem Endergebnis sehr, sehr zufrieden und werden euch heute mal mitnehmen in dem Fahrzeug und werden euch mal so die, wie soll ich das nennen, Emotionen versuchen rüberzubringen. Also wenn der eine so ein Grinsen im Gesicht hat, dann hat es schon echt viel zu sagen. Ich fahre ja jeden Tag solche Autos und das wird auf jeden Fall eine coole Nummer heute. Bei dem Fahrzeug ist verbaut. Da wurde auf 3 Liter umgebohrt. Versteigte Bläue, geänderte Zylinderköpfe, Catcams Nockenwellen und steigere Deadspikes Benzinpumpe. 89er Düsen und die Abstimmung ist wieder mal durch uns und durch Andi gecharged, ne? Entstanden. Also wie gesagt, ich bin eigentlich ein bisschen fassungslos bei dem Auto, weil das ist einfach geisteskrank. Ich bin echt viel gewöhnt, aber das ist schon eine echt heftige Nummer. Ja, dann werden wir heute mal ein kleines Fahrvideo machen. Heute wollen wir auch mal 100, 200 testen, egal jetzt, ob dort minus 1% oder plus 1% steht. Wir müssen es einfach probieren. Ja. Dann kommt zu der ganzen Geschichte heute noch der Philipp dazu, unser Lehrling. Irgendwo rennt er rum. Philipp, wo bist du? Ja. Hier ist der Philipp, unser Lehrling, unser Neuer. Guter Mann. Hoffen wir, dass es so bleibt. Ja? Klar. Ja? Klar. Und ja, ist mal was Neues. Ne? Wir bilden auch aus, aber jetzt erstmal nur den Philipp und dann werden wir weitersehen. Es gibt Gott sei Dank noch Leute, die Bock auf sowas haben und das freut uns sehr und dann bilden wir die Leute auch gerne aus. Kein Problem. Dann würde ich sagen, bis später, bis wir fahren. So, jetzt sind wir ein gutes Stück unterwegs. RS4B5 Umbau, Limo Umbau. Auch nochmal ganz vielen Dank an den Kunde für sein Vertrauen. Ich meine, es ist sehr, sehr viel Geld, was hier steht. Und gehört auch immer viel Vertrauen dazu, auch mittlerweile. Denke ich, wissen die Leute, dass es bei uns eigentlich ganz cool ist. Solange alles entspannt ist. Das, was ich dazu sagen muss, bei solchen Umbauten. Es ist immer wichtig, dass sowas lange dauert, was lange währt, wird gut. Das geht nicht mal fix in 2 Tagen, ist sowas nicht erledigt. So eine Abstimmung dauert, ne? Wie lange haben wir gebraucht? 3-4 Tage? Ja, wenn man sie auf der Straße machen muss. Ja? Wir mussten ja auch manche Sachen auf der Straße machen. Beziehungsweise haben es dann gleich auf der Straße gemacht. Weil ihr wissen müsst, bei dem RS4B5, der hatte Landluftkühler vorne links und rechts in den Seiten drin. Und auf dem Prüfstand das Auto so runter zu kühlen, das kriegst du fast nicht gebacken. Deswegen haben wir da Abstimmung im Grunde genommen auf der Straße vorgenommen. Ja. Auf der Autobahn unbegrenzt. Und ja, haben dann zum Schluss bloß die 3 Läufe gemacht mit den verschiedenen Maps. Straßensetup, alles was geht, Setup und eine Eingangsmessung. Ne? Ja,
Um zu den Werten mal mehr zu sagen, will ich euch nicht länger auf der Folter spannen. Und zwar haben bei dem Auto 700 PS und 900 Newtonmeter. Da waren wir aber leider etwas begrenzt. Ne? Wir hatten Klopfregelung ziemlich hoch, haben geguckt, woran es liegt, woran es liegen könnte. Und haben dann mit dem Kunde telefoniert und das Auto ist halt hier eine TÜV-Version. Und deswegen hat er Cuts und aber alles 89 mm, alles voll geil gebaut. Also wirklich richtig mega Umbau. Ja, leider fehlt uns, wir hätten eigentlich das Kent-Jacket drin gehabt, aber leider ist beim Anklemmen von dem Kent-Jacket was kaputt gegangen, so wie es der Kunde erzählt hat. Das Straßensetup beläuft sich auf 652 PS und 900 Newtonmeter, glaube ich auch. Die Zahl, die klingt jetzt vielleicht nicht viel, aber der Unterschied zu vorher mit den anderen Turboladern, da ist wie Tag und Nacht. Da sind wir wieder bei dem Thema Turbolader. Das muss einfach einen Lader kaufen, wo dort steht, da kann 800 PS. Ja, da kann vielleicht die 800 PS, die kann da vielleicht einmal oder zweimal. Weil dann einfach die Stoffgrenze erreicht ist, weil einfach das Verhältnis nicht passt. Von Frischluftseite zur Abgasseite. Bei diesen Ladern hier, wieder mal vom Andi, wie immer, von unserem Klubi, mir fehlen da einfach die Worte. Das ist ein komplett neues Auto. Das Auto geht vorwärts. Unklar. Ja, es hört einfach nicht auf. Das schiebt hinten aus. Das ist Wahnsinn. Ich bin da echt sprachlos. Und ich fahre jeden Tag solche Autos. Ne? Also einfach nur wieder mega. Und die Abstimmung mit dem Andi wieder, wie immer, nachts, wann sonst, wenn er wach ist. Und mega, mega. War einfach wieder ein geiles Projekt. Und der Kunde hat auch, wie gesagt, alles selber umgebaut. Ne? Wir haben da gar nichts gemacht. Wir haben nur die Abstimmung und die Turbolader zur Verfügung gestellt. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt zu Turboladern oder sonstiges und von Gecharged, der Andi ist halt immer sehr, sehr, sehr beschäftigt. Dann wendet euch an uns. Ist kein Problem, ich krieg das dann schon alles geklärt. Ne? Wenn wir Turbolader verkaufen, dann möchten wir die Autos auch abstimmen, weil wir euch das Bestmögliche für euer viel bezahltes Geld abliefern wollen. Ne? Das ist immer ganz wichtig. Und dann würde ich jetzt sagen, fahren wir mal Richtung Autobahn unbegrenzt und dann zeigt man euch mal, was hier an dem Ding abgeht. Ich würde euch so gern bei den Emotionen mitnehmen. Das Auto hat auch noch diese Emotion. Das ist so brachial. Das ist übelst, wirklich. Das ist Wahnsinn. Total geil. Total geil. Dann würde ich sagen, bis nachher. Seht, wir sitzen zu dritt im Auto. Es ist ja auch überall Zeug hin und ich weiß jetzt wirklich nicht, was das Auto für ein Gewicht hat. Da könnt ihr mal sehen, eine 7er Zeit ist schon brutal. Ne? Das ist schon echt brutal. Wir reden halt von einem voll ausgestatteten Alltagswagen, sage ich jetzt mal. Ne? Wir werden es noch mal eine 100-200 Zeit probieren und werden euch drüber berichten. Bis gleich. Das Ding wiegelt auch unter 4. Das ist so geisteskrank. Alter. Jetzt mal noch was zu den Turboladern. Und zwar geben wir die Turbolader an mit 800 PS mit Ethanol-Abstimmung. Das Fahrzeug könnte auch komplett mit Ethanol abgestimmt werden. E85, E50, was auch immer. Ne? Das ist alles kein Problem bei uns. Natürlich mit Originalsteuergerät, ne? Das ist logisch. Ja, ansonsten gehen mit den Ladern 700 PS spielend. Und wie ihr ja gerade schon gemerkt habt, vielleicht im Video, keine Ahnung, ob ich es euch so rüberbringen konnte. Also wenn ich anfange zu grinsen, das hat was zu heißen. Es hört einfach nicht auf zu schieben. Es schiebt einfach in jedem Gang. Es schiebt nach vorne, schiebt, 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 schiebt und hört nicht mehr auf. Andere Lader fangen halt hinten raus an zu stopfen, weil die das Abgas nicht mehr fortkriegen. Und das ist halt, ja, du hast einen Peak, du hast frisch einen in der Fresse, aber hier hast du beides. Hier hast du richtig einen in der Fresse und hinten raus schiebt es
voll das Ballett. Also es ist schon. Ist schon echt Wahnsinn. Aber Andi halt wieder, ne? Das ist so ein Freak. Das ist ja, ich könnte ja wirklich. Ich komme über den Kunde nicht drüber weg. Wirklich. Ja. Ja, was wir zwei ja schon gelacht haben. Ja, sicher. Ja. Am liebsten würde ich euch Rundfahrten anbieten, dass ihr das mal selber erleben könnt. Das werden wir auch irgendwann machen, da bin ich mir sicher. Dass die Leute auch mal miterleben, wie sowas fahren kann. Wenn sowas richtig sauber abgestimmt ist und die passende Hardware dazu da ist. Wir reden jetzt, Hardware rede ich jetzt von Turboladern und Motor gemacht. Ne? Ja. Also das ist schon echt, wie gesagt, ich bin ein bisschen sprachlos. Und das bin ich fast nie. Ja, auf jeden Fall könnt ihr auch gespannt sein. Wir sind gerade dran, den Golf R32 DSG fertig zu machen. Golf 5 R32 Turbo mit DSG. Da kommt auch ein geiles Video dazu. Unserem Kamera bin ich dann die Windel drum, weil das Ding wird richtig krank. Unserem Philipp auch. Ja, da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Und jetzt versuchen wir euch mal irgendwie noch auf unserer abgesperrten Strecke ein Video zu machen vom Digital-Dacho und Analog-Dacho. Matthias hat ja irgendwas reingebaut. Ich weiß nicht, was das ist, hier Display. Auf jeden Fall was voll Geiles. Darf man euch dann im Porn mal noch zeigen. Was halt wirklich schade ist, dass wir gerade das Ken Jacket nicht haben. Aber unsere Aufgabe war nur Turbolader liefern und abstimmen. Das ist mehr als gelungen. So, wie ihr gerade gesehen habt, haben wir nochmal einen Lauf gemacht. Nicht, dass es wieder heißt wie bei dem anderen Golf-Video. Bloß weil der Tacho langsam aussieht, heißt das nicht, dass das Auto nicht die Leistung hat. Und zwar, will ich euch mal kurz erklären, kommst du mal rum. Das war jetzt das Straßensetup, was wir jetzt gerade hatten. Ne? Das ist im Endeffekt die grüne Linie. Ne? Das Straßensetup. Mit Normalsprit 102 Oktan, 652 PS, 879 Newtonmeter. So, das hier war ein Test mit ganz leicht Bio im Tank, Bioethanol. Da haben wir einfach nur mal was probiert, um die Klopfregelung, sage ich jetzt mal, ja, wie soll ich es noch sagen? Der Sprit, wenn ein bisschen Bio dazu gemischt wird, ist der Sprit halt klopffester und man kann ein ganz kleines bisschen mehr Zündung fahren. Ja, wie gesagt, das Auto hat ein Straßensetup mit Cuts, mit allem drum und dran. Und da wollten wir einfach mal gucken, was mit die Lader möglich ist. Mhm. So, liebe Leute, ich hoffe, das Video hat euch mal wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Abonnent da. Ne? Wir blenden das unten ein. Wir danken wieder mal an Andi, die Firma gecharged. Und dann möchte ich noch was loswerden. Ach, das habe ich ganz vergessen. Und zwar machen wir am 7.5.2022 bei uns hier auf dem Gelände ein Tuning-Treffen, Barbecue mit Freunden, wie auch immer man das nennen soll. Ihr seid alle recht herzlich eingeladen. Ja. Würden uns freuen, wenn ihr alle kommt und lasst uns einfach einen geilen Tag haben. Wir werden echt viele geile Sachen hier machen an dem Tag, dass ihr auch was zu gucken habt, ist klar. Und dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis später.